Wir haben kurz vor Weihnachten und ich möchte dieses Jahr meinen kleinen Weihnachtsbaum mit euch teilen. Denn viele Menschen im Land werden sich dieses Jahr nicht einmal mehr einen Weihnachtsbaum leisten können. Wegen der größten Lüge, die die Welt je gesehen hat. Dazu ein paar Zahlen von einem Gerichtsmediziner, der jetzt auch gegen diese größte Lüge, die die Welt je gesehen hat, angeht. Und zwar: Bis heute hatte ich mich standhaft gegen den Beitritt in öffentlich-soziale Medien gewehrt. Die schon lange nicht mehr seriöse und unparteiische mediale und politische Berichterstattung in der sich nun zuspitzenden Lage haben mich aber beim Vergleich mit den Fakten dazu veranlasst, nun öffentlich aufzutreten. Als Gerichtsmediziner führe ich seit vielen Jahren in Baden-Württemberg in mehreren Krematorien mit einem Einzugsgebiet von etwa 70% der Fläche des Bundeslandes die sogenannte Feuerbestattungsleichenschau durch und stehe somit am Ende des Covid-Geschehens. Für die Kalenderwochen 49 und 50, 30. November bis 11. Dezember, kann ich berichten, dass unter den 705 von mir durchgeführten Leichenschauen 132 Verstorbene, 18,7%, als Covid-19 positiv angegeben wurden, hervorgehend aus den vor mir vorliegenden Sterbepapieren. Das Durchschnittsalter dieser als positiv angegebenen Personengruppe lag bei 84 Jahren. Ganz kurz an dieser Stelle. Sie kennen vielleicht mein Video von vorgestern mit den Tests, die wahrscheinlich schon mit dem Covid-Virus kontaminiert sind. Mir haben ganz viele Krankenpfleger jetzt berichtet, aus ganz Deutschland, dass die letzten Monate alles mehr oder weniger ruhig war in den Altersheimen und jetzt auf einmal, seitdem die Massentests beginnen mit den alten Menschen in den Altersheimen, sterben sie weg wie die Fliegen. Sie werden nach den Tests plötzlich krank, obwohl sie vorher gesund waren und sterben weg wie die Fliegen. In Frankreich, Kanada und Großbritannien ist bewiesen, dass diese Corona-Tests mit dem Virus kontaminiert waren. Die Links dazu sind hier unten. Wir müssen beweisen, auch in Deutschland, dass diese Tests mit dem Virus schon belegt sind. Das würde nämlich bedeuten, dass sie uns mit dem Virus infizieren und dass jede Menge alte Menschen genau dann wegsterben, da sie infiziert werden. Noch einmal, das Durchschnittsalter dieser als positiv angegebenen Personengruppe lag bei 84 Jahren. Wir haben 21 Millionen Rentner im Land. Deutschland ist nach 15 Jahren Merkel finanziell ruiniert. Unter Berücksichtigung der aus den Todesbescheinigungen hervorgehenden, häufig unvollständig ausgefüllt, Kausalketten zum Todesgeschehen sowie unter Einbeziehung meiner Untersuchungsbefunde kann ich ausführen, dass praktisch alle Covid-positiv Verstorbenen schwere, meist mehrfache Vorerkrankungen, am häufigsten Demenz, Apoplex und Hirnschlag, Herzinsuffizienz, Kachexie oder massives Übergewicht aufgewiesen haben und bei mindestens 2/3 dieser Personengruppe, wahrscheinlich eher deutlich mehr, eine Covid-19-Infektion auch wegdenkbar ist, um das todesursächliche Geschehen zu erklären. Vergleicht man das Durchschnittsalter der als positiv angegebenen Verstorbenen auf mögliche Falscheintragungen in den Leichenschein, möchte ich lieber nicht eingehen. Und übrigens an dieser Stelle, ich habe von ganz vielen Leuten zugeschickt bekommen, dass, wenn sie bei ihren verstorbenen Familienangehörigen Covid auf dem Todesschein zulassen, dass die Beerdigung teils mitfinanziert oder sogar vollfinanziert wird. Nur zu eurer Information. Mit der Lebenserwartung in unserem Land, ca. 80 Jahre, so muss ich mich als meines Erachtens noch denkfähiger Mensch und Mediziner fragen, ob die weitreichenden politischen Maßnahmen mit ihren schweren Folgen für alle Menschen, schwere, millionenfache psychische Störungen, Depression, Verängstigung, Vereinsamung, Zerstörung des sozialen Zusammenlebens, aber auch Entzug unserer Grundrechte, noch in irgendeinem Verhältnis stehen zu dem, was durch die politischen Maßnahmen an Schäden abgewendet werden soll. Auf die materiellen Schäden möchte ich erst gar nicht eingehen. Ohne heute noch über die Sicherheit und Genauigkeit des PCR-Tests, für den bis heute von politischer Seite noch keine wissenschaftlich nachweisbaren Daten veröffentlicht wurden, zu diskutieren, möchte ich als Mediziner noch auf die weitreichende Verordnung über einen Inzidenzwert von 50 bzw. 200 innerhalb von 7 Tagen unter 100.000 Einwohner eingehen.
Was hat dieser Wert, auf dem drastische Maßnahmen für alle Bürger zementiert sind, eigentlich für eine Aussagekraft? Man braucht nicht studiert zu haben, um zu erkennen, dass dieser Wert gar keine Aussagekraft hat. Er ist reine Willkür, weil er keine Bezugszahl hat, nämlich die Anzahl der durchgeführten Testungen. Völliger Schwachsinn, sogenannter Freifahrtschein für die Erfinder, die davon haushoch profitieren. Dieser Wert lässt sich beliebig über die Anzahl der Testungen steuern. Sowohl in Richtung nach oben als auch in Richtung nach unten hat man zum Beispiel eine Prävalenz bzw. ein aktuelles Infektionsgeschehen von 10%, so muss man innerhalb von 7 Tagen 500 Personen testen, um auf den Wert von 50 Positiven zu kommen. Testet man 2000 Personen in 7 Tagen, wird man auf den Wert von 200 kommen. Die Politik verschafft sich hiermit einen Freifahrtschein, um uns allen unsere Freiheit und unsere Rechte zu entziehen. Und alle Behörden spielen apodiktisch mit. Es kommt immer mehr heraus, dass auch viele Ärzte dafür bezahlt werden, wenn sie Tests machen in ihren Arztpraxen. Sie lassen sich schmieren, obwohl viele von Ärzten genau wissen, dass diese Tests kontaminiert sind mit dem Virus und dass sie dafür die Menschen überhaupt erst anstecken. In den Niederlanden weigern sich 87.000 Krankenschwestern, den Covid-Impfstoff überhaupt zu nehmen. Die Weigerung des medizinischen Personals, den Impfstoff zu nehmen, ist ein großer Weckruf für die allgemeine Bevölkerung. Denn dieser Test, der gemacht wird, wenn diese Barriere, welche eine dünne Schicht aus Zellen ist, beschädigt oder durchbrochen wird, können Bakterien, Viren und andere Erreger direkt ins Gehirn wandern und diese schädigen. Der Schaden ist nicht wieder zu reparieren und bleibt. Nun wird diese von den Leitmedien bestritten, dass dies passiert während eines Tests zu Covid-19. Aber es gibt mittlerweile immer mehr Fälle, wo direkt nach dem Test Hirnwasser aus der Nase ausgetreten ist. Und auch viele Fälle, wo sich Wochen danach plötzlich eine Hirnhautentzündung breitgemacht hat. Das passt nicht zu den Aussagen von gekauften Ärzten oder dem zensierten Netz. Dieser Nasenabstrich, welcher einige von euch schon erlebt haben, tut nur deswegen so weh, weil genau diese Zellen, diese Schutzbarriere durchbrochen wird, absichtlich. Es gehen im Netz jede Menge Fotos rum, die zeigen, dass die Menschen gar nicht geimpft werden, die teilweise noch Ärmel anhaben oder wo noch die Kappe der Spritze drauf ist. Sie werden nicht geimpft, es sind Fake-Fotos, genau wie es Fake-Fotos waren, auch in Italien mit den Särgen vom Schiffsunglück. Und genau wie herauskam, dass auch jede Menge Särge leer waren. Es sind Fake-Fotos, die produziert werden, um Angst und Panik zu verbreiten. Auch bei der Schweinegrippe haben die Politiker eine ganz andere Impfung bekommen als das Volk. Und schauen Sie mal nach Dänemark, wie viele tausende Menschen seitdem behindert sind mit Narkolepsie, seitdem sie sich gegen die Schweinegrippe haben impfen lassen. Die Politiker haben eine ganz andere Impfung bekommen. Diesen Betrug und Mord an der Menschheit können sie nur durchführen, weil sehr viele von euch sich haben bestechen lassen. Ärzte, die Geld bekommen für jeden Test, den sie in ihrer Praxis machen. Apotheker, die Tests verkaufen, die schon vorab eingeteilt sind in positiv und negativ. Dieser Betrug und Mord an der Menschheit, daran machen sie sich gerade mitverantwortlich, indem sie entweder wegschauen oder ihn aktiv mitmachen, indem sie Tests an den Menschen machen. Und sie wissen genau, was an diesen Tests sind, dass die kontaminiert sind. In 3 Ländern ist es schon bewiesen. In Frankreich, in Kanada und in England waren die Tests schon kontaminiert. Wir werden es auch in Deutschland beweisen. Sie machen sich gerade mitschuldig an diesem Verbrechen. Wenn Sie weiter damit machen, werden Sie dafür belangt werden. Es wird rauskommen. Es ist nur noch eine Sache von Zeit. Oder Sie beteiligen sich nicht mehr länger an diesem Verbrechen und teilen die Wahrheit mit. Und um es Ihnen ein wenig leichter zu machen, im Januar hätte kein Mensch gedacht, dass er nur noch raus darf mit Maske, wenn er abends nach 21 Uhr rausgeht, 500 € Bußgeld zahlen muss für Corona, das in Wahrheit ein Grippevirus ist. Keiner hätte gedacht, dass die Politiker und die Medien mit dieser größten Lüge, die die Welt je gesehen hat, überhaupt durchkommen. Aber sie haben dies jahrelang geplant. Deswegen haben sie auch einen Polizeistaat aufgebaut.
Und ich sage Ihnen, wir sind erst am Anfang. Die Masken waren der Anfang. Dass wir jetzt eingeschlossen sind, so wie es aussieht bis Ende April, 90% Existenzen der Selbstständigen zerstört werden. Das alles ist Absicht, damit sie abhängig werden, damit sie kein Geld mehr haben. Sie sollen nämlich jetzt ihre Reserven, ihre Ersparnisse aufbrauchen, damit sie anschließend absolut abhängig sind von den Politikern und sich impfen lassen müssen, einfach um zu überleben. Das ist geplant. Wir sind erst am Anfang. Sie werden versuchen, mit allen Mitteln diese Lüge aufrechtzuerhalten. Ob Herr Klein von der DEHOGA, ob Ohofen oder Oppermann. Alle diese Menschen sind dagegen angegangen. Wie lange machen Sie sich noch mitschuldig an dem Verbrechen, die Menschen zu testen, die danach krank werden und viele versterben? Wie lange machen Sie das noch mit? Sie können mit diesen Tests, die kontaminiert sind, die Zahlen hoch oder runterschrauben, wie Sie wollen. Was hier gerade passiert, ist von langer Hand in vielen Jahren geplant worden. Hier wird nichts dem Zufall überlassen. Deswegen haben diejenigen, die die Testungen durchführen, ihre Box mit den Tests auch akribisch unter ihrer Kontrolle und lassen diese Box nicht aus den Augen. Das hat einen Grund. Sie müssen mit allen Mitteln vermeiden, dass wir an diese rankommen und beweisen, dass die schon vorab mit dem Virus belegt sind. Jeder, der diese Tests durchführt, macht sich mitschuldig an diesem Verbrechen. Es wird herauskommen. Es ist nur eine Sache von Zeit. Und dann sind Sie auf der Anklagebank. Sie werden dafür belangt werden. Noch einmal zum Abschluss. Was jetzt passiert, dieser Lockdown, Sie vermeiden das Wort Einschließung, weil dann den Menschen im Land klar wird, dass sie eingeschlossen werden und dass sie abends nicht mehr raus dürfen. Das hat alles den Grund, auch dass wir nur so wenige Personen zusammen sein dürfen. Sie werden verhindern, dass wir miteinander reden und dass diese Nachricht, was hier wirklich im Land passiert, sich noch weiter und noch schneller verbreitet. Sie wollen, dass die Menschen zu Hause eingeschlossen sind, viel essen und viel Alkohol trinken, um sie so ruhig zu machen. Lasst euch nicht zerstören, haltet zusammen und vernetzt euch. Es ist nur eine Sache von Zeit. In Berlin sitzen gerade mal 700 Leute, die das bestimmen. Jeder einzelne Bürgermeister, jeder einzelne Landrat in eurer Ortschaft macht sich mitschuldig, ist dafür verantwortlich. Jeder einzelne Arzt in eurem Ort, der die Tests durchführt, macht sich mitschuldig an diesem Verbrechen der Menschheit. Jeder Bürgermeister, der euch das befiehlt, jeder Polizist in eurem Dorf, jeder persönlich macht sich mitschuldig an diesem Verbrechen. Aber ich habe Mitleid mit den Menschen, die nichts dafür können. Mitleid mit den Menschen, die sich gerade das Leben nehmen. Die Suizidrate steigt weiter und weiter. Viele Menschen und Selbstständige wissen nicht mehr, wie sie ihre Kinder ernähren können. Und ihr Apotheker, ihr Ärzte, ihr Politiker macht euch mitschuldig an diesem größten Verbrechen, das das Land je gesehen hat. Es ist nur eine Sache von Zeit, bis auch ihr auf der Anklagebank sitzen werdet. Und das wird passieren. Ihr könnt ab morgen werdet ihr auch ihr alle eingeschlossen. Da habt ihr genug Zeit nachzudenken, was ihr weiterhin machen werdet. Denn mit dem Corona-Soli werdet ihr sowieso enteignet. Die Menschen müssen wissen, was mit ihnen gemacht wird. Sie müssen wissen, wer daran schuld ist, wer dieses Verbrechen mitmacht. Der Arzt, der Bürgermeister, der Apotheker. Jeder, der dies mitmacht. Jeder, der diese Tests verkauft. Jeder Apotheker, der die Wahrheit nicht sagt, was in diesen Tests ist, es liegt an euch, was ihr jetzt tut. Auch ihr werdet ab morgen eingesperrt. Denkt darüber nach. Ihre Miriam Hope.